Sie können in Wabi Profi 3 natürlich Datenimporte durchführen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Artikelimport. Am Ende dieses Videos haben Sie eine komplette Anleitung, haben alle Möglichkeiten gesehen und haben auch die Dinge gesehen, die es zu beachten gibt. So, leider ist der Artikelimport etwas komplexer. So, damit dieses Video leider nicht in 5 Minuten abgehandelt werden kann, geht zeittechnisch gar nicht. Denn wir wollen natürlich, dass Sie alles mitbekommen, dass Sie wissen, worauf Sie achten müssen, und der Import stellt Ihnen auch sogenannte Helfer zur Verfügung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese einsetzen. Okay, lange genug geredet, ich sage einfach mal, wir fangen an. Unter Anwendungen Artikel, Artikelimport gelangen Sie zum Artikel Import. An dieser Stelle empfiehlt Ihnen Wabi Profi 3, sagt, hey lieber Benutzer, du hast noch keine Datensicherung erstellt, mach bitte eine. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal ja. Wir gelangen nun zu der Datensicherung und können nun eine Datensicherung erstellen. Warum empfiehlt sich das? Ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Stellen Sie sich mal vor, okay, ich habe das Versicherungsverzeichnis, lasse ich es auch noch kopieren. Stellen Sie sich vor, Sie machen beim Import einen Fehler. Als Beispiel, Sie importieren, also Sie sagen, Sie importieren die Einkaufsspalte Ihres Lieferanten in die Verkaufsspalte Ihrer Artikeldatei. Das ist natürlich eine Katastrophe. Wenn Sie solche Fehler machen, und das kann einfach passieren, ist nichts Schlimmes. Wenn Sie da so einen Fehler machen und Sie haben jetzt mal 10.000 Artikel importiert und Sie haben keine Datensicherung vorher, haben Sie ein Problem, weil wie bekommen Sie die 10.000 Artikel dann wieder raus? Sehr schwierig von der Hand. Na toll. So eine Datensicherung machen, einen Import durchführen, den Import testen, überprüfen. Wenn alles richtig war, wunderbar. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, gehen Sie einfach in die Datensicherung rein und laden die zuvor erstellte Datensicherung zurück. Bei einem Import von Daten empfehle ich Ihnen dringend, dies als alleiniger Benutzer der Software zu tun. Denn wenn Sie einen Import durchführen, aber zugleich Verkäufe getätigt werden, ist es ein Problem, denn dann funktioniert das einfache Zurückladen der Datensicherung nicht so einfach, weil wenn Sie es dann tun, dann sind natürlich auch die getätigten Verkäufe, die nach der Datensicherung erstellt wurden, natürlich auch weg. Und müssten Sie halt dann gegebenenfalls manuell nachbuchen, was ja auch möglich ist. Okay, ich weiß schon, jetzt ich schweife aus, aber es sind wichtige Informationen, wie ich denke. In der Menüleiste unter Zusätze sollten sich die Artikelstruktur unbedingt ansehen. Die Artikelstruktur, und ich ziehe das mal so ein bisschen rüber, damit Sie das sehen. Okay, so müsste gut sein. Na, in der Artikelstruktur sehen Sie, wie die Wabi-Datei aufgebaut ist. Das heißt, Sie sehen, wie die Spalte heißt, welche Bedeutung das sie hat und welche Wertigkeit sie hat hier. Dabei wird Ihnen die Wertigkeit ganz unten auch erklärt, was diese Kurzformeln bedeuten, damit Sie dann wissen, wie Sie etwas zuordnen sollen. Okay. Zum anderen ist dieses Formular oder diese Maske so aufgebaut, und zwar nach Kennziffern 1 bis 8. Und das ist auch genau die Reihenfolge, in der Sie arbeiten. Wir gehen zu Kennziffer 1 und sagen, wir brauchen eine Quelldatei. Das heißt, wo ist unsere Excel-Datei, also XLS, XLSX oder CSV-Datei, die wir importieren wollten, die wir importieren wollen. Wir klicken auf den Button mit den drei Pünktchen. Und ich habe jetzt mal eine vorbereitet, hier eine Test-Import-Datei. So, und ich sage jetzt einfach mal öffnen, weil hier unten können Sie bestimmen, XLS, XLSX oder CSV. Also in unserem Beispiel ist es eine neuere Excel-Datei. Nun sage ich öffnen. Wabi Profi 3 hat nun diese Datei genommen, konvertiert. Und das möchte ich Ihnen an dieser Stelle vielleicht noch erklären. Wabi Profi 3 hat jetzt Folgendes gemacht. Er hat jetzt aus dieser einen Datei, einfach ausgedrückt, drei gemacht. Zum einen mal hat er diese Datei genommen und hat eine Kopie, also eine Kopie des Originals erstellt. Und zwar Original Unterstrich, dann ist es hier Datum Zeit, ne, also so Timestamp und der Dateiname. Das ist einfach nur eine Kopie des Originals. Dann hat er Ihnen eine neue Datei erstellt, und zwar Microsoft Excel 97/2003 Arbeitsblatt. Was ist das? Das ist einfach eine, ja, soll ich sagen, ein abwärtskompatibles Format, denn wir können leider nicht davon ausgehen, dass jeder das neueste Office
oder sprich Excel hat, sprich Office 2013, Office 365, wie auch immer. Es kann auch sein, dass Sie noch Office 2010 oder 2003 benutzen oder vielleicht sogar noch ein älteres Office. Wabi Profi 3 stellt an dieser Stelle sicher, damit ein Format vorhanden ist, das jeder kann. Okay, ich empfehle Ihnen an dieser Stelle, diese Datei, diese Originaldatei zu öffnen. Warum, zeige ich Ihnen gleich. Denn hier in dieser Originaldatei haben wir in der ersten Spalte oben ja die Beschriftungen der jeweiligen Spalten in der Excel-Datei. Generell gilt hier noch zur Excel-Datei zu sagen, es muss ein reines Datenblatt sein. Also das heißt, irgendwelche fetten Überschriften mit 30 Leerzeilen und Bilder drin funktioniert nicht. Sie brauchen für den Import eine reine Excel-Datei. Das heißt, alle zu importierenden Felder müssen untereinander und ohne Leerzeilen stehen und ohne Überschriften. Also so, wie es jetzt gerade hier aufgebaut ist, muss die Liste bis zum Ende durchlaufen. So. Also, wir haben jetzt hier unsere Excel-Datei, damit wir einfach sehen, was bedeuten die Spalten. Nun kommen wir zum Import selber. Beim Import, Punkt 1 ist erledigt, wir haben unsere Quelldatei aufgemacht, unsere Excel-Datei. Punkt 2, wir setzen das Dezimalzeichen. Standardmäßig ist es ein Punkt. Hier wählen wir das Identifikationsfeld unter Punkt 3. In den Wabi Profi 3, und zwar, wir machen hier nochmal die PDF auf. Hat eine sogenannte Katalognummer. Die Katalognummer ist die Artikelnummer beim Lieferanten oder die Nachbestellnummer beim Lieferanten. Ja? So, das ist also immer unser Identifikationsfeld. Das heißt, wo ist die Katalognummer beim Lieferanten? Manche nennen es auch Artikelnummer. Wie in unserem Beispiel steht halt hier einfach Artnummer drin, weil wir die so vom Lieferanten bekommen haben. Also das ist wohlgemerkt die Beispieldatei, die wir gerade selber erstellt haben. Soweit so gut. Also wir wissen, wir brauchen die Katalognummer. Die ist also dann hier in unserer Spalte A. Na, komm, A. Okay, haben wir zugeordnet. Unter Punkt 4 müssen wir deklarieren, ob es jetzt ein einzelner Lieferant ist oder ein gemischter Lieferantenimport. Wir wählen nun erstmal einzelner Lieferant. Dann ganz oben können Sie entscheiden, ja, ist es denn das erste Mal, dass Sie diese Datei importieren? Warum macht es Sinn? Ganz einfach, wenn Sie diese Option durchführen, geht der Import natürlich schneller, weil Wabi Profi nun nicht mehr prüft, gibt es denn die Artikel schon, sondern er sagt, lieber Benutzer, du hast gesagt, es ist das allererste Mal, dass ich von diesen Lieferanten etwas importiere, also brauche ich nicht prüfen, sondern ohne Kommentar einfach übernehmen. Wenn Sie sagen, ich bin mir nicht sicher, dann lassen Sie einfach das Häkchen raus. Dann kann es halt einfach sein, dass je nach Datenmengen, die bereits vorhanden sind, der Import etwas dauert. Aber es geht immer noch schneller, als wenn Sie 10.000 Artikel von der Hand eintragen. Okay, unter Punkt 5 wählen wir nun unseren Lieferanten aus, der bereits angelegt sein muss an dieser Stelle. So, und jetzt kommen wir zu Punkt 6 und Punkt 7. Hier erfolgt die Zuweisung. Und zwar unsere Spalte B, na, hier in der Excel-Datei ist die Bezeichnung. Okay. Also sagen wir hier, unsere Spalte B ist hier in Wabi die Bezeichnung, Bez, das heißt jetzt zufälligerweise gleich. Das könnte auch hier in der Excel-Datei Bezeichnung oder Artikel-Bezeichnung heißen, ist ja wurscht was, oder Produktname oder sonst irgendwas. Also die Spaltenüberschrift ist egal, es geht nur um die richtige Zuweisung. Also die Spalte B ist im Artikel bei uns in der Wabi-Datei die Bezeichnung hier und ich sage zuweisen, ausführen. Erfolgt automatisch unten eine generierte Übernahmezuweisung. Die Spalte C ist Stück, da wird es interessant. Okay, Stück, wie sieht es aus in Wabi Profi 3? Ich meinte natürlich, das ist, der Einheitsname hier, die Spalte C. Okay, da steht Stück, Dose, Tafel und was weiß ich was alles hierin. Wabi Profi 3 benötigt für die Einheit eine Nummer. Wir sehen es hier in der Hilfedatei. Und zwar, die muss numerisch sein. Warum numerisch? Weil in der Artikeldatei einfach als Einheit 1, 5, 8, 9 drin steht und über die von Ihnen angelegte Einheitendatei weiß Wabi Profi 3, was die Nummer 9 ist oder die Nummer 1 ist. Wenn in der ersten Zeile Stück drin steht und Sie machen Stückchen draus, dann haben Sie plötzlich überall Stückchen stehen. Also total easy. Okay, also wir brauchen hier eine Nummer. In so einem konkreten Fall
müssen wir, wenn Stück als Wert geschrieben ist, ja, müssen wir eine Formel verwenden. Und zwar Formel, gibt es hier eine Einheitenformel. Hier wählen wir die Spalte aus unserer Quelldatei, in der die Stückwerte oder die Einheitswerte drinstehen. Das ist unsere Spalte C. Ja. Nun erhalten wir ein neues Fensterchen. Ich mache es ein bisschen kleiner, so vielleicht. In dem auf der linken Seite die verfügbaren Einheiten sind und auf der rechten Seite die Einheiten sind, die in der Quelldatei, also in der Excel-Datei vorkommen. Weil in der Excel-Datei kommt Dose vor, da kommt Tafel vor, da kommt ja und ST vor. So, nun könnten Sie sagen, ja, ST habe ich hier bei mir nicht. Das heißt, ich mache Stück, ich weise auf der linken Seite Stück mit ST zu und sagen Sie, jetzt ersetzt mir mal das und jetzt passen Sie bitte auf, was da hinten im Hintergrund passiert. Das heißt, alles, was jetzt ST ist, wird durch Stück ersetzt. So, Zuweisung ausgeführt. So, dann könnten Sie schauen, okay, habe ich Dose? Dose, gibt es hier bei mir Dose? Ah, Dose gibt es schon, okay. Also können wir das so machen, ich ersetze das und Tafel, gibt es Tafel? Tafel gibt es auch schon. Eine schöne Funktion ist es, Sie können auf eine Einheit einen Doppelklick machen. So, und Wavi Profi 3 prüft dann, gibt es auf der linken Seite Tafel schon? Das können Sie sagen, ja. Ich will die Tafel schon hinzufügen, also ich sage jetzt ja, ich will es hinzufügen. Und jetzt macht Wavi Profi 3 folgendes, er sagt, aha, wenn es Tafel nicht gibt, dann fügt er nun die neue Einheit einfach ein per Doppelklick. Und dann haben Sie es drin und dann machen Sie die Zuweisung, sagen Ersetze. Und im Idealfall sollte nun die rechte Seite leer sein. Und wenn die rechte Seite leer ist, haben Sie alles richtig gemacht. Dann können Sie sagen, alle Einträge der Einheitsspalte sind okay, nun weitermachen. So, ich bestätige die Abfrage und es wird nun eine Formel generiert. Hier holt sich Wavi Profi 3 die hinterlegten oder die bereits bekannten Einheiten und sagt, pass mal auf, wenn das Set ankommt, dann ist es die Nummer 3, wenn der Minute ankommt, ist es die Nummer 7 und so weiter und so fort. Genauso verhält es sich hier mit unserer Tafel. Wenn hier Tafel vorkommt, dann ist es halt die Einheitennummer 25. Okay, das ist schon mal cool. Bietet uns eine leichte Möglichkeit, die Einheit zu benutzen. Alternativ könnten Sie ganz, ganz explizit natürlich auch sagen, pass mal auf, wenn die Einheitnummer, wenn der Lieferant Ihnen eine Einheit vorgibt oder schon als Nummer vorgibt, müssen Sie natürlich sicherstellen, dass die Nummer 1, die vielleicht beim Lieferanten die Dose ist, bei Ihnen auch, aber auch die Dose ist. Sollte das nicht der Fall sein, müssen Sie wieder von der Hand Zuweisungen vornehmen und dementsprechend diese Zahlen der Excel-Datei durch die richtige Nummer Ihrer Einheitendatei ersetzen. Okay. Kommen wir zu der Spalte E und F. Also E, genau, E ist die VE, also die Verpackungseinheit. Das ist soweit auch klar. Also, die brauchen wir nicht, weil die haben wir jetzt schon erledigt mit der Übernahmeformel. E ist die Einheit. Ich drücke einfach E. Nee, was war das? VE, Verzeihung. Ich drücke einfach V, damit ich hier bei der VE lande und führe die Zuweisung aus. Die Spalte F, was war das? F ist unser EK. Okay, also F ist unser EK. EK gebe ich einfach hier ein und weise den zu. Bitte aufpassen, es gibt EK1 und EK2, aber das sind andere Informationen, die Sie dann aus der Artikel, aus dieser Strukturdatei entnehmen. Okay, die Spalte G ist der UVP. Okay, UVP machen wir auch, weil hier gibt es auch eine Spalte UVP. So, was haben wir noch? H ist die Mehrwertsteuer. Okay, also die Spalte H gibt es bei uns Mehrwertsteuer. Und an der Stelle müssen wir jetzt einmal nachschauen. Mehrwertsteuer. Mehrwertsteuer ist ein Feld, das wiederum einen Integer hat. Also das heißt einen numerischen Wert. Mehrwertsteuerverkauf. Ladenverkaufsmehrwertsteuersatz. Mhm. Und zwar numerisch. Wir brauchen hier einen numerischen Wert. Warum einen numerischen Wert? 2,0. Es kann es ja sein, dass sich irgendwann der Mehrwertsteuersatz ändert. In Wavi Profi 3 gehen Sie ganz einfach in die Systemeinstellungen, ändern den Mehrwertsteuersatz 2 von 7 auf 8% zum Beispiel und schon haben Sie überall die 8% mit den richtigen Berechnungen dann drinstehen, also sprich mit den richtigen Nettopreisen dann drinstehen. Also das heißt, wir brauchen eine Wertzuweisung von 1
bis 4 oder 0. Wie machen wir das? Es gibt auch wiederum hier eine Formel. Und zwar können Sie hier eine Mehrwertsteuerformel erstellen. Wenn nicht bei der Mehrwertsteuerspalte, wie in unserem Beispiel hier Mehrwertsteuer, nicht 1, 2 oder 0 drin steht. Das heißt, wenn hier die Werte als Zahl drin stehen, ja, dann brauchen wir quasi eine Formel. Oder wenn da drin steht voll oder halb, das ist genau das gleiche Problem. Also sagen wir hier Formel, Mehrwertsteuerformel erstellen. Nun wissen wir, wir sind in der Spalte H. In der Spalte H sind die Mehrwertsteuerformeln. Und Wabi Profi 3 kümmert sich jetzt um alles automatisch. Er prüft, aha, wenn es 7 ist, dann ist es die Mehrwertsteuersatz 2. Wenn es 19 ist, ist es der Mehrwertsteuersatz 1. Das ist schon mal ganz cool. Alternativ könnten Sie sagen, pass mal auf, wenn beim Mehrwertsteuersatz, wenn in der Quelldatei in der Spalte H jetzt 1 drin steht, dann könnten wir hier tatsächlich auch sagen, pass mal auf, dann machen wir halt die direkte Zuweisung. Und zwar, ich mache es jetzt mal ein bisschen größer, damit Sie das besser sehen. Ich schreibe es. Jetzt haben wir jetzt gesagt, m.mwst-vk ist gleich, und jetzt könnten wir dann unsere Spalte angeben. Und zwar müssen wir den Wert umwandeln, weil wir an dieser Stelle ja einen numerischen Wert erwarten. Das heißt, da muss ja 1, 2 oder sowas daherkommen. Also müssen wir das in einen Val, also das heißt in einen numerischen Wert umwandeln, Klammer auf, Klammer zu. Und dann sage ich hier Quelldatei, Punkt, was war unsere Spalte, Punkt H. So könnten Sie es natürlich auch machen, wenn, wie gesagt, in der Spalte H 1 oder 2 oder 4 drin steht. Okay. So. In unserem Beispiel habe ich jetzt einfach mal so getan, dass Informationen gekommen sind. Das heißt, wir haben gesagt, das ist eine Datei, eine Begleitdatei zu einer Warenlieferung, ne? Okay. Hier habe ich die Spalte I und J mal angelegt, die etwas kurios sind, weil ich habe die Menge Stück genannt und Menge VE. Was soll das sein? Das soll die gelieferte Menge sein, die Sie erhalten haben. Das bedeutet, Sie haben 3 VEs bekommen, weil eine VE ist hier 1 und 3 mal 1 ist ja 3 in der gelieferten Menge. So, nur damit Sie das verstehen. Und wenn ich sage, hier habe ich eine VE erhalten, ja, und die VE, also die Verpackungseinheit für eine VE sind 10 Stück, also habe ich natürlich bei der gelieferten Menge 10 erhalten. Okay, wenn ich jetzt sage mit Zugangsmengen, dann muss ich ihm dann auch hier sagen, dass unsere Zugangsmenge die Spalte I ist. Okay, also ich gehe jetzt mal hier auf I und das ist unser Bestand. Da. Das weise ich zu. Okay, was haben wir noch alles? So, dann haben wir Größe, Farbe, Länge, auch sehr schön. Die können wir direkt zuweisen, indem wir sagen, die Spalte K, okay, die Spalte K ist unsere Größe. Größe zuweisen. Dann haben wir unsere Spalte L, die was ist, ist unsere Farbe. Also man muss es nicht zuweisen, wenn man es nicht hat, aber wenn man es hat, dann weiß man es natürlich zu. Und die Spalte M ist unsere Länge. L, ich drücke einfach L für Länge. So, jetzt sind wir eigentlich schon relativ weit. Wabi Profi 3 hat gesagt, aha, alles gut. Und jetzt würde ich Ihnen empfehlen, die Formel erstmal zu speichern. Formel, Übernahme, Formel, speichern. Jetzt sagt er, er hat es gespeichert. Und nun sage ich einen Datenimport ausführen. So, jetzt sagt er, hey, ich will jetzt nochmal sicherheitshalber die Spalte für die Zugangsmenge haben. Die muss ich Ihnen jetzt an der Stelle geben, weil er sagt, wenn Sie hier sagen, ich will es mit Zugangsmengen haben, dann kümmert er sich auch gleich bei der Anlage in der Zugangsmengendatei. Das heißt, es war unsere Spalte I. Okay. So, Lieferantenzuordnung fehlt, Warengruppenzuordnung fehlt, Lagerführung fehlt, Etiketteninformationen fehlen, teilbar fehlt. Also Sie sehen, Wabi Profi 3 will sehr, sehr viele Dinge haben. Einkaufsmehrwertsteuersatz fehlt, Verkaufspreis fehlt, okay. Und auch nicht schlecht. Also das heißt, Wabi Profi 3 sagt, hey, Benutzer, schön, was du mir gegeben hast, aber ich will ja korrekt arbeiten. Somit fehlt noch einiges. Jetzt hat Wabi Profi 3 schon einiges von selber gemacht.
Und zwar hat er jetzt hier Folgendes gemacht. Er hat gesagt, es gibt ja einen einen Mehrwertsteuersatz im EK und einen Mehrwertsteuersatz im Verkauf. Demzufolge empfehle ich ihn an dieser Stelle. Er sagt ja, er setzt es auf Standard. Ist natürlich doof, das soll er nicht machen. Es könnte sein, dass Sie Ihre Ware natürlich im Ausland einkaufen. Somit zahlen Sie keine Mehrwertsteuer keine Mehrwertsteuer auf Ihre Ware, sondern Sie kaufen es ja mehrwertsteuerneutral ein. Das weiß aber der Import leider nicht. Und wenn Sie sagen, der Mehrwertsteuersatz im Einkauf ist der gleiche wie im Verkauf, dann gehen Sie Mehrwertsteuer EK. Dann schreiben wir es halt von der Hand. Wir sagen hier, unser Mehrwertsteuer im EK ist der gleiche wie der Verkaufspreis. Und wenn es eventuell ein Mitnahmeartikel ist, was es hier auch gibt, MN, das müssen wir auch deklarieren, dann sagen wir ihm hier an dieser Stelle, das kopieren wir uns, Rechtsklick, kopieren und Rechtsklick einfügen. Das heißt, wir brauchen hier Mehrwertsteuer MN, also Mitnahme, ist genau das gleiche. So, und genau das markiere ich jetzt, sage hier wieder kopieren. Das machen wir hier unten auch. So, wir fügen es einfach ein. Und wir sagen hier, dass unser Mehrwertsteuersatz im Einkauf und für die Mitnahme der gleiche ist, wenn er 19 ist. Also das heißt 1. So, dann haben wir das schon mal abgehandelt. Aber Sie sehen, dass es hier sehr, sehr viele Variationen gibt, die man eventuell beachten muss. Und wenn die Ursprungsdatei, also die Quelldatei, nicht eindeutig ist, das heißt, wenn die sehr speziell ist oder etwas speziell ist, müssen Sie natürlich auch den Import anpassen. Okay, so, dann haben wir eine Bestands, wir haben Größen, Längenangaben, wir haben Lieferantenangaben. Hier Warengruppe ist auch ein sehr, sehr schönes Thema. Hier gilt im Prinzip genau das Gleiche. Wenn Sie eine Spalte hätten in Ihrer Excel-Datei, in der die Warengruppen benannt stehen würden, Hosen, Jacke, T-Shirts, was weiß ich was, könnten Sie, genauso wie es bei den Einheiten gemacht haben, könnten Sie ganz einfach hier sagen, Formel, Warengruppenformel erstellen. Ansonsten sagt WabiProfi 3, ja, wenn ich keine habe, nehme ich halt einfach mal die Nummer 1. Weil die Nummer 1 gibt es immer. Und dann müssten Sie natürlich Ihre Artikel nachbearbeiten. Deswegen macht es durchaus Sinn, wenn Ihre Ursprungsdatei, also sprich Ihre Excel-Datei, sehr, sehr vollständig ist. Denn je vollständiger das sie ist, desto weniger müssen Sie im Nachhinein noch bearbeiten. Okay, wir sagen einfach, okay, wenn wir keine haben, dann macht ihr eins. So, Lagerführung, das ist wichtig. Größer. Wo haben wir es denn? Hier sagt, brauche ich eine Lagerführung? Ja, nein. Also Punkt T Punkt steht für Ja, Punkt F Punkt steht für Nein, also für False, True und False. Hier sagen Sie, brauchen Sie für die Anlage oder für die Zugangsmengen Ihre Artikeletiketten Ja oder Nein? Und ist der Artikel teilbar? Ja oder Nein? Das heißt, können Sie 0,5 von Ihren Artikeln verkaufen? So, wir speichern erneut die Formel, Übernahmeformel speichern. Der sagt hier, was mal auf, ich habe für den Lieferanten Hauslieferanten nun die Formel gespeichert. Die sehen Sie im Übrigen, wenn wir sagen Übernahmeformel laden. Und hier haben wir nun irgendwo einen, da, Artikel Hauslieferant. So, das ist ganz cool, weil da können Sie Formel laden und auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden. So, und jetzt führen wir einfach den Import aus und sagen hier Datei importen und durchführen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir die Informationen jetzt sauber drin. Und, Zugangsmenge will er an der Stelle nochmal, weil wir es abgebrochen haben, gerade weil wir gesagt haben, wir wollen was Neues laden. Ja, Verkaufspreis fehlt. Dann machen wir hier Folgendes. Wir sagen, dass unser Verkaufspreis, das machen wir jetzt einfach von der Hand, m.vk ist gleich, kopiere ich mir Quelldatei. Wo haben wir unseren UVP? In der Spalte G ist gleich G. Das natürlich setzen wir in Klammer und machen da einen Well draus, damit es ein numerischer Wert ist. Dann sagen wir jetzt übernehmen. So, jetzt soll es aber passen. Wir müssen erneut die Spalte I bestätigen. Jetzt wollen wir ausführen. So. Er sagt, ich probiere es. Er sagt, ich mache es auf Ihr eigenes Risiko und Gefahr. Und er ist durchgelaufen und sagt, ich bin fertig.
ja, dann sagen wir, dann ist alles okay, dann übernehmen den Datenimport und wir schauen uns das jetzt an. Wir sollten nun hier in unseren Artikelstamm die importierten Artikel haben. Wir haben die Schokolade, die grüne Farbe, transparente Farbe und so weiter. Das ist alles, was wir gerade importiert haben. Wenn ich mir jetzt hier das per Rechtsklick anschaue, sollten wir in der Gegenüberstellung auch die dementsprechenden Zugangsmengen drin haben. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen mit Zugangsmengen importieren und das ist nämlich wichtig. Das heißt, wollen Sie Bestände mit übernehmen, dann machen Sie das genau auf diesen Wege. So, wir haben jetzt alles drin. Er hat auch hier gleich unsere Farben, unsere Größen eingetragen. Auch hat Wabi Profi 3 hier in unserer Größendefinitionstabelle dementsprechend die 500 GB Variante eingetragen. Genauso verhält es sich natürlich hier in der Längentabelle, wo er gesagt hat, hey, 18 cm ist neu hinzugekommen. Also das macht er alles on the fly. Da brauchen Sie sich um wirklich nichts kümmern. Und wir haben auch hier bei unserer Schokolade jetzt hier die Einheit Tafel hier stehen. Weil die Einheitentabelle von Wabi Profi 3 durch den Import hier, durch die Information Tafel ergänzt wurde. Also total easy eigentlich. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist jetzt das, wenn Sie irgendwann hergehen und sagen, ich kriege jetzt von diesen Lieferanten erneut eine Datei, müssen Sie Folgendes beachten. Das heißt, wir tun jetzt so, als ob wir eine zweite Lieferung dieses Lieferanten bekommen würden. Dann gehe ich wieder. Ich mache natürlich vorher eine Datensicherung, ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Artikel, Datenimport. So, ich will jetzt keine erstellen, weil ich habe es jetzt schon gemacht, sage ich jetzt so. Und Sie sollten Folgendes machen. Sie sollten in der... Das mache ich jetzt auch mal zu. Sie sollten die Datei, die Sie jetzt vom Lieferanten erhalten haben, an die gleiche Stelle kopieren. Dazu vielleicht ein kleiner Tipp, legen Sie sich ein Verzeichnis an auf Ihren PC, wo Sie sagen Datenlieferanten. Bitte ohne Leerzeichen, okay? Zusammenschreiben oder Lieferantendaten. Dann machen Sie in diesen neuen Ordner einen weiteren Unterordner, in dem Sie sagen Lieferant Meier, Lieferant Müller, Lieferant Huber, wie auch immer. So, und darin schmeißen Sie dann die Dateien rein. Somit haben Sie immer einen festen Platz, von dem Sie die Datei des Lieferanten aufrufen und die Datei nennt sich in der Regel auch immer gleich. Das ist halt die Prämisse dabei. Wenn Sie sagen, oder in der Übernahmeformel, sagen wir mal so, steht drin, dass es sich um die Datei von diesen Hauslieferanten einfach, die nennt sich Testimport. So, also das heißt, es könnte ja auch anders heißen. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass die Datei immer den gleichen Namen trägt, weil dann können Sie ganz einfach hergehen und sagen, Formel, Übernahmeformel laden. Jetzt sagen Sie, vor meinen Hauslieferanten habe ich Ware bekommen. Hier sage ich öffnen. Ja, nun ist alles automatisch drin. Ja. Wabi Profi 3 hat die Formel drin. Und Sie können ganz einfach an dieser Stelle nochmal entscheiden. Na, ist es jetzt mit Zugangsmengen? Das ist halt, wie gesagt, wichtig. Und dann sage ich, ja, ist mit Zugangsmengen und fülle den Import aus. Nun will er wieder wissen, okay, in welcher Spalte liegen denn unsere Zugangsmengen? Da sage ich, das ist die Spalte I, ja. So, der Import wird ausgeführt und durchgeführt. So, nun sollten wir, wenn wir jetzt im Artikelstamm reingehen, von unserer Schokolade 20 da haben. Schauen wir mal, 20. Und wenn ich einen Rechtsklick drauf in der Gegenüberstellung, na, nochmal, Rechtsklick, Gegenüberstellung. So, dann sehe ich, dass hier am 27.02. zweimal 10 Stück gekommen sind, weil wir zweimal den Import durchgeführt haben und wir haben jedes Mal gesagt, mit Zugangsmengen. Ja, im Prinzip ist der Import sehr einfach, kann Ihnen sehr, sehr viel Zeit und Arbeit sparen, ist allerdings nicht ganz so easy, wie wir gerade gesehen haben, weil wir doch auf das ein oder andere Ding achten müssen. Bedanke mich trotzdem. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dass Sie die nächsten Importe wesentlich leichter und stressfreier bewältigen.